Eine rutschige Fahrbahn, vier verschiedene Feuerwehrfahrzeuge und die Gewissheit, im Ernstfall muss alles sitzen. Wenn ja mal was schief geht, dann rutscht man über einen Kegel und nicht über eine Person oder ein Fahrzeug. 15 Kameraden der Feuerwehr trainieren in Annaberg-Buchholz, um Leben zu retten. 9 Uhr, die Feuerwache in Frohnau. Alexander Clemens bereitet sich und sein Fahrzeug vor. Für einen Einsatz der besonderen Art. Heute gilt es, keinen Brand zu löschen. Heute geht es um die Sicherheit auf dem Weg zum Einsatz. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß bloß, wir haben heute ein Vorsicherheitstraining auf dem Kegelplatz und lassen wir uns mal überraschen. Aus 3 verschiedenen Feuerwachen sind sie gekommen. Der Parkplatz extra gesperrt, die Fahrbahnbedingungen optimal. Ich finde das enorm wichtig, das zu machen, weil wir haben ja sonst wenig Zeit, uns mit den Fahrzeugen zu vertrauen und wir müssen im Einsatz diese Fahrzeuge sicher bewegen können. Wir werden jetzt anfangen mit einem Bremstest, dass er mal ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was das hier von der Eisbahn werden kann. Los geht's. Jedes der 4 Fahrzeuge reagiert anders auf der rutschigen Fahrbahn. Gewicht, Allradantrieb oder nicht, all das spielt eine Rolle. Und jeder Fahrer sollte sein Fahrzeug perfekt beherrschen. Beim Bremstest schlagen sich alle ziemlich gut. Zwischenstand, Fahrzeug wird langsam dreckig. macht mega viel Spaß. Wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon das Thema, solche Bedingungen oder solche sicheren Bedingungen haben wir selten, wo man das auch mal an die Grenzen bringen kann. Und man merkt auch, dass man das Auto an die Grenzen bekommt. Jetzt kommen die Kegel ins Spiel. Markus Clemens ist hauptberuflich Kraftfahrer. Er weiß genau, worauf es beim Sicherheitstraining ankommt. Die Herausforderung besteht darin, das ist eine sehr eingestellte Gasse. Die ist so breit wie das Fahrzeug plus 10 cm circa, um den Fahrern das Breitenverhältnis zu zeigen. Dominik Löber aus der Feuerwache Geiersdorf bringt sich an den Start. Na, probieren wir unser Glück. Gerade in den engen Gassen der Städte muss der Fahrer sein Fahrzeug genau einschätzen können. Die ersten passieren den Parcours mit Bravour. Doch dann das. Ja, es war fast wie beim Kegeln, aber es war fürs kleinere Auto, für den Bus, die Spurbreite und nicht für unser Tanklöschfahrzeug. In 4 verschiedenen Übungen können sich die 15 Kameraden beweisen. Nach 3 Stunden ist Schluss und alle fühlen sich ein wenig sicherer. Sehr zufrieden, viel probiert, viel rausgefunden. Im nächsten Einsatz bei Eis und Schnee werden sie alle an dieses Training zurückdenken.